Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Es sind inzwischen einige Jahrzehnte her. Da hatten wir zumindest in der Bundesrepublik zwei sogenannte autofreie Wochenenden. Öl sollte zur Neige gehen. Club of Rome hatte eine umfangreiche Studie vorgelegt, dass wir wahrscheinlich bis zur Jahrtausendwende über kein Erdöl mehr würden verfügen können. Und um das Ganze so ein bisschen aufzuhalten, musste dann Deutschland, Westdeutschland damals auf den Autoverkehr verzichten an zwei Wochenenden. Es war ein Happening, man hat auf den Autobahnen mit den Fahrrädern rumgefahren und rumgelaufen. Aber der Hintergrund der ganzen Geschichte war die Theorie, dass das Öl etwas sehr Endliches sei und demnächst eben auch wirklich zu Ende gehen würde. Das Ergebnis, das Einzige, was man auf jeden Fall hat feststellen können, war, dass, und das erleben wir heute tagtäglich, der Ölpreis auf jeden Fall kräftig nach oben gegangen ist. Und man hat so ein bisschen den Verdacht, dass das auch das Ziel der Geschichte gewesen ist. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Ich begrüße im Studio ganz herzlich Hans-Joachim Zillmer. Achim, du hast dich mit dem Thema Energie, Energieproblematik, Energiereserven befasst und bist bei dieser Problematik zu etwas anderen Ergebnissen gekommen als der Club of Rome. Und wir alle erleben natürlich heute, dass wir auch 10 Jahre nach dem Ende des 20. Jahrhunderts völlig problemlos Auto fahren können, dass das Öl zwar massiv teurer geworden ist, aber natürlich vorhanden ist. Wie kam es, dass du dich mit dem Thema Energiereserven mit dem Thema Öl, Peak Oil Theorie befasst hast? Zuerst einmal bin ich damals auch noch, 1973 war das, '73, genau. über die Autobahn gelaufen zu Fuß. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe damals an die Sachen geglaubt, wie wir alle glauben, entsteht aus biologischen Reserven. Das war für mich damals ganz klar und habe ich auch, glaube ich, bis vor wenigen Jahren eigentlich nicht bezweifelt, bis ich mein erstes Buch, Darwins Irrtum, schrieb, 1998. Und darin habe ich folgende These gewagt, weil mir das aufgefallen war, dass überall dort, wo Einschläge in der Erdkruste sind oder sagen wir mal Verformung, Krater, also irgendwas Katastrophisches geschehen ist, dort auch Öl bzw. Kohle ist und wie gesagt, die Erdölvorkommen mit diesen Strukturen irgendwie übereinstimmen. Daraufhin hat mir ein weltbekannter Professor für Astronomie aus Bonn geschrieben, der Professor Wolfgang Kund, und hat gesagt, dass ich das abgeschrieben hätte von dem Professor Gold, Österreicher, nachher nach Amerika gewechselt und dort Professor an der Harvard-Universität und so weiter. Ich hätte das abgeschrieben, ich kannte den Mann aber gar nicht. Der hat das auch ein bisschen anders dargestellt, aber seitdem habe ich mich mit den Sachen beschäftigt. Daraus resultiert eben, dass das Erdöl nicht biologisch entsteht, sondern anorganisch. Also nicht organisch, sondern anorganisch entsteht. Das ist eine vollkommen andere Sichtweise, die nicht von mir erfunden ist und auch nicht von dem Gold, sondern von Russen schon vor im 19. Jahrhundert, also schon vor weit über 100 Jahren und von diesen Russen bis heute vertreten wird und dann von dem Professor Gold. Und ich habe die übernommen und etwas modifiziert dargestellt, weil es so gut wie kein Mensch weiß. Das heißt, man muss sich vor diesem Hintergrund zunächst mal erstens im Klaren sein, dass die Theorie, Erdöl wären quasi veränderte sich Lebewesen. Lebewesen, Fossile hätten einen fossilen Ursprung, das seien also Wälder irgendwie zusammengepresst Ja, oder sei Algen zum Beispiel bei oder Öl. Algen oder so etwas. Also all das sei der Ursprung von Öl. Und da natürlich solche Schichten ja irgendwann mal nicht mehr vorhanden sind und die Ölfelder letztendlich dann auch abgepumpt und leer sein, müsste man sich dann darüber im Klaren sein, dass irgendwann mit dem Öl auch Schluss sei. Du hast jetzt darauf hingewiesen, auf die
russischen Wissenschaftler. Es ist ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, haben ja sowjetische Wissenschaftler, also russische, sowjetische Wissenschaftler, auf dieses Thema auch schon sehr intensiv hingewiesen. Wie kam es eigentlich dann, dass das so überhaupt gar keinen Eingang finden konnte? Also das. Das hat auch mit der Evolutionstheorie, die ja eigentlich einer meiner Hauptthemen und Geologie damit verbunden hat, das hauptsächlich zu tun. Mir hat mal jemand auch nach meinem ersten Buch geschrieben, und zwar der noch Forschung mitgemacht hat unter Adolf Hitler, haben die hier intensive Forschung gemacht, weil wir hatten ja nicht genug Erdöl damals im Deutschen Reich und es sollte Erdöl künstlich hergestellt werden. Und die haben ja dann geschrieben, ältere Wissenschaftler haben ja geschrieben, ich wäre noch der Richtige, der das nochmal sozusagen der Bevölkerung bewusst machen könnte, weil die haben damals bei einer Forschung ganz kurz davor gestanden, Erdöl herzustellen. Wenn ich aber Erdöl anorganisch herstellen kann, kann es natürlich in der Natur auch entstehen. In Russland hat man vor 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal durch Zufall Erdöl im Labor rein zufällig hergestellt. Das war gar nicht Sinn der Sache. Das heißt, ich kann Erdöl im Labor anorganisch ohne biologische Reste herstellen. Das Gegenteil ist nie gelungen. Es wäre für die Vertreter, die sagen, sind alles biologische Reste, ein Riesenerfolg, wenn man im Labor irgendwelche biologischen Überreste nehmen würde und würde daraus irgendwas zusammenmixen unter idealen Bedingungen im Labor und sagen, siehst du, so entsteht Erdöl. Das ist nie gelungen. Da sind Riesenforschungsgelder draufgegangen, praktisch investiert worden, aber es ist nie gelungen. Das wäre nämlich, sagen wir mal, zumindest der theoretische Beweis, dass es geht. Es ist aber ein reines Gedankenmodell. Und wenn du gerade sagtest 73, dann muss man einfach sagen, bis zu den autofreien Samstagen in Deutschland war der Erdölpreis 100 Jahre lang genau konstant. In Dollar gerechnet. Dann kam der Klapp auf Rom und sagte, Erdöl ist endlich. Im Jahre 2000, ich weiß es noch wie heute, steht mir vor den Augen geschrieben, ist das Erdöl zu Ende. Und der Erdölpreis stieg genau steil in die Höhe zu Höhen, sagen wir mal, damals war es noch geringer als heute, aber immer zu damaliger Zeit auch sehr hoch. Es war aber nichts passiert. Wir hatten nach wie vor Öl genug. Es ist das Jahr 2000 gekommen. Wir haben heute das Jahr 10. Nach Null sozusagen, Nach dem Ende des Öls. nach Null Erdöl. Die Erdölvorräte sind größer denn je. Man weiß gar nicht, wie groß die sind. Die Geologen haben ein Problem. Man weiß nicht, wo Erdöl ist. Es wird heutzutage nicht mehr nach Erdöl gebohrt, weil, wie mir ein Professor für Geophysik sagte, ist es nicht bekannt, es wird nicht darüber geredet, dass bis vor kurzer Zeit nur jede achte Bohrung erfolgreich ist. Und nicht, weil man weiß, wo Erdöl ist, sondern aus reinem Glück trifft man eine Erdölblase. Ist auch gar keine Blase, sondern erdölhaltige Schichten. Und das hat man jetzt gesteigert auf ein Verhältnis von 1 zu 7. Das heißt, wenn ich ein neues Feld irgendwo, also wo noch nichts ist, Erweiterungsbohrung ist natürlich einfacher, aber wo nichts ist, zu sagen, da ist Erdöl, da bohre ich nach, das ist theoretisch nicht möglich. Ich kann kein Erdöl vorhersagen. Aber es ist so, dass es so viel Erdöl gibt auf der Welt, wie es noch nie gegeben hat. Es hat drei Untersuchungen gegeben im Nahen Osten, die haben gezeigt, dass die Erdöllager randvoll gefüllt sind, obwohl sie angeblich jetzt nach neuesten Forschungen 2016 schon bis 2021 aufhören sollen, Öl zu haben, weswegen die jetzt alle zu Grünen werden, angeblich die ganzen Saudis, was so sicherlich nicht stimmt. Man hat also drei Bohrungen gemacht in leere, angeblich leer gepumpte Felder. Das geht nicht, man kann die nur, weiß ich, zu 40, 40, 50% leer pumpen, mehr geht technisch eigentlich gar nicht. Die haben sich wieder vollgefüllt. Diese drei Bohrungen haben gezeigt, dass angeblich leere Öllager wieder vollgefüllt sind. Das heißt, dieses Erdöl regeneriert sich und zwar ständig. Es ist bekannt. Und der normale Bürger, sage ich jetzt mal im Prinzip, oder normal Interessierte weiß das gar nicht. Man glaubt, da ist unten eine Blase oder irgendwas und da sticht man rein und dann kommt es raus. So ist es nicht. Die Erde ist in Schichten unterteilt bis zum Grundsockel. Es gibt so einen gewissen Granitsockel unten und darüber sind die Sedimentschichten. Laut unserer Ansicht sollen nur in den Sedimentschichten Erdöl sein. Es ist aber bewiesen, und zwar mehrfach und wissenschaftlich bewiesen, dass auch im Granitsockel Erdöl gefunden wurde. Dann sagen immer Leute, die das nicht glauben, das ist da reingesickert. Da gibt genug Beispiele für, dass das nicht hineingesickert sein kann.
Und es ist nicht so, dass irgendwo eine Erdölblase gibt, so ist es nicht, sondern jeder Horizont, ich war auf den Erdölfeldern zum Beispiel in Texas und so weiter, mich damit genau auseinandergesetzt, es ist so, dass jede Sedimentschicht, von den ganzen Sedimentschichten sind, erdölhaltig sind. Es ist nicht eine erdölhaltig, alle sind erdölhaltig. Es unterscheidet sich nur, wie viel da drin ist, ob das wirtschaftlich sich lohnt, die Schicht zu fördern. Ja. Öl ist in jeder Schicht. Und deswegen hat man da eine falsche Vorstellung von. Es ist auch wissenschaftlich anerkannt, dass sie praktisch aus unteren Schichten quasi so in die nächste Schicht umschlagmäßig das Öl praktisch dann wieder hineinsickert. Und es ist leider so, dass wir nicht heutzutage tief genug bohren. Wir bohren nur so bis 3, 3,5, 4 Kilometer maximal aus wirtschaftlichen Gründen. Würde man tiefer bohren, würde man noch mehr Erdöl fördern, als man das bisher hat. Man muss nur die Fördertechniken quasi erweitern und tiefer bohren, als bisher gebohrt wird. Der von dir angesprochene Club of Rome hat damals auch so eine regelrechte Energiekrise und Energiehysterie herbeigeredet. Und du hast ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das Endergebnis, ich sag mal das politische Ergebnis, naturwissenschaftlich nur die andere Seite, aber das politische Endergebnis, das ökonomische Endergebnis eben eine massive Verteuerung des Ölpreises gewesen ist, ohne dass es letztendlich eine wissenschaftliche, erkenntnismäßige Basis gehabt hätte, dass dieses Gut deswegen teurer wird, weil es immer rarer wird. Und ich glaube, man hängt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass da auch eine Ursache sehr deutlich wird, dass hier ganz offensichtlich an dem Preisrad, an der Preisspirale gedreht werden sollte und dass der Club of Rome, ich will das mal offen lassen, ob wissentlich oder bezahlt, den Job der Ölindustrie gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass hier ein Preisanstieg, unter dem wir heute alle noch leiden, und der ja nochmal Schwung bekommen hat durch die neuen Energiediskussionen, Stichwort Al Gore und andere. Aber das Wirtschaftliche, das Gewollte, das für die Besitzer der großen Erdölkonzerne gewünschte Ergebnis war, es hat eine massive Verteuerung des ganzen Themas gegeben und dieses Produktes Öl gegeben, obwohl es diesen Anlass eigentlich gar nicht hätte geben müssen. Jetzt hast du angesprochen, dieses sogenannte Refilling von Ölfeldern, ein Phänomen, was ja deutlich macht, dass es eben nicht eine in sich geschlossene Blase ist, sondern dass es offensichtlich aus tieferen Schichten ein Nachfüllen von Erdölfeldern gibt. Das heißt, ist das richtig, wenn man heute sagen müsste, aus wissenschaftlichen Gründen und aus Seiten der Erkenntnis, die man heute hat, dass die Erdölvorräte, die diese Erde hat, überhaupt gar nicht quantifizierbar sind und schon gar nicht in irgendeiner Weise man eine Prognose sagen kann, also wann das endlich ist, sondern dass man, also vielleicht nicht unendlich, aber zumindest von Mengen ausgehen kann, die also noch viele, viele Jahrhunderte reichen. Also sie werden auch noch länger reichen. Ich meine, der Untertitel meines Buches Energieirrtum heißt ja Erdöl und Erdgas sind unerschöpflich. Ja. Da hatte ich ursprünglich in den Klammern ein Fast drin. Ja. Das hat leider der Verlag weggenommen. Weil unerschöpflich geht natürlich nicht, irgendwo ist natürlich irgendwann mal, weiß ich wann, alles zu Ende. Aber für unsere Verhältnisse, für unsere, ich sag jetzt mal, nächsten Tausenden von Jahren, ist eigentlich genug Erdöl vorhanden. Man muss nur die richtigen Fördertechniken anwenden, wissen, wo das Erdöl ist. Und dann wird ein ständiges Nachfüllen von unten kommen. Da werde ich gleich zu sagen. Andersrum möchte ich sagen, dass man kritisiert hat meine These, indem man sagte, ja, in welchen Zeiträumen. Das heißt, hängt natürlich auch ab, wie die Schichten sind. Es gibt Glocken, darunter sammeln sich diese Erdölvorräte, die hat man immer angestochen, angebohrt, aber es gibt auch ganz normal haltige Schichten, die eben sich nicht lohnen, nach Erdöl oder zu fördern. Umgekehrt sollte mir jemand einmal ausrechnen, das habe ich auch verschiedenen Leuten gesagt, wie viel biologische Masse man haben müsste, um überhaupt dieses ganze Erdöl heute erzeugen zu können. Also da würden wir unter hunderten Kilometern Grünzeugs oder weiß ich, Algen praktisch ersticken. So viel grünes Material, biologisches Material
kann es überhaupt gar nicht gegeben haben. Das sollte man jemand mal vorrechnen. Andererseits, die Unendlichkeit oder fast Unendlichkeit, möchte ich lieber sagen, was korrekter wäre, sehen wir am Universum. Bis vor 5, 6, 7 Jahren hat man geglaubt, dass Methan, also wir reden von Kohlenwasserstoffen, bei Erdöl und Erdgas, das sind Kohlenwasserstoffe, vom Ursprung her hat man früher gesagt, ja, Methan zum Beispiel gibt es nur auf der Erde. Weil, warum? Weil wir haben hier Pflanzenwachstum, also Biologie, die anderen Planeten nicht, deswegen gibt es bei uns Methan, bei den anderen nicht. Das hat sich vollkommen gewandelt. In den letzten 5, 6 Jahren oder seit dem Jahr 2000 sind auf allen Planeten, praktisch auf allen Planeten oder fast auf allen Planeten und nicht nur auf denen, auf deren Monden, also Satelliten, und ich komme gleich zu, auf Kometen, Kohlenwasserstoffe entdeckt worden. Auf Pluto gibt es Methaneis, sogar Eris, das ist noch ein größerer, also Pluto ist ja ein ehemaliger Planet, heute wird er ja nicht mehr Planet dazu gesagt, und draußen gibt es Eris noch weiter draußen, der ist etwas größer als Pluto angeblich, der hat auch Methan. Wie kommt also Methan auf solche unbelebten, oder auf Titan gibt es Kohlenwasserstoffe ohne Ende, Methanseen, Methanwolken, Methanflüsse, sogar Propan und Ethan. Wo kommt denn das alles her? Bei uns soll alles biologisch sein. Aber auf Titan, auf Pluto und auf Eris ist doch... Gibt es keine Wälder. Vor 3 Jahren, glaube ich, war eine Methanexplosion sogar auf Mars. Da redet kein Mensch drüber. Warum? Weil man wissenschaftlich, und das kommt aus meinen geologischen ganzen Forschungen heraus, aus meinen Büchern, man darüber nicht redet. Es gibt es bei der NASA ein offizielles Schweigeabkommen, dass man über Methan zum Beispiel auf dem Mars und so weiter offiziell nicht diskutiert, weil man weiß nicht, woher es kommt. Denn wenn es nicht biologisch ist, wie entsteht es? Ich sage, es entsteht natürlich anorganisch. Man hat erst gerade in den letzten 2-3 Jahren Kometen, durch die neue Satellitenforschung ist ein ganz neues Weltbild praktisch entstanden, was noch nicht wirklich sich durchgesetzt hat, aber es wird in den nächsten Jahren kommen. Man hat auf diesen Kometen Methan-Gasausbrüche festgestellt. Sogar 10 in einem kleinen Meteoriten, der nur 3 Kilometer groß ist, 10 Gas jetzt gleichzeitig kamen Gase aus dem Kometen raus. Die sollen so alt sein wie das Universum, also wie unser Planetensystem. 4,6 Milliarden Jahre. Jetzt frage ich mich, so alt wie die Erde. Jetzt frage ich mich, wenn so ein 3 Kilometer großer Asteroid immer noch ausgast, heute, und zwar enorm, wie viel Gasvorräte musst du denn haben, um 4.600 Millionen Jahre praktisch auszugasen? Irgendwas stimmt da im Prinzip überhaupt nicht. Wir können feststellen, dass unsere ganzen Himmelskörper hier unheimlich viel Methan ausgasen, die Körper gasen alle aus. Warum ist das nicht auf der Erde so? Die Erde ist genauso, also das, was ich jetzt gesagt habe, war bis vor ein paar wenigen Jahren halt total unbekannt. Wenn ich das aber, die neue Entwicklung, die neue Forschung nehme, dann gast die Erde genauso aus wie Mars oder, weiß ich, jeder andere oder Pluto, wie jeder andere Himmelskörper auch. Und zwar funktioniert das so, das hat was mit Kohlenmonoxid zu tun. Einer der Grundbausteine des Universums ist Kohlenmonoxid. Und Kohlenmonoxid ist im Inneren von Kometen, im Inneren sicherlich von anderen, auch Pluto und so weiter. Und man hat im Labor festgestellt, dass so bei 650 Grad Celsius sich praktisch aus Kohlenmonoxid dann Methan bildet. Dieses Kohlenmonoxid ist sicherlich unten in der Erde genauso wie in den Kometen und anderen Planeten auch. Urbaustein der Himmelskörper, das ist warum das so ist, ist in meinem Buch der Energieirrtum auch beschrieben. Wenn jetzt dieses Kohlenmonoxid in bestimmte Druck- und Temperaturverhältnisse kommt, wird es zu Methan umgewandelt. Das ist experimentell bewiesen. Dieses Methan steigt dann langsam aus dem oberen Mantel zum Beispiel der Erde, also sagen wir mal aus 400, 500, 600 Kilometer Tiefe vielleicht, nach oben. Und dann ist auch experimentell bewiesen, unter bestimmten Druck- und unter bestimmten Temperaturverhältnissen entsteht Erdöl aus Methan, und zwar als sogenannte Hochdruckvariante. Indem es bestimmte Verhältnisse gibt, wird das sozusagen chemisch ausgefällt, also im chemischen Sinne ausgefällt. Es entsteht urplötzlich mit einmal Erdöl. Und dass die Kohlenwasserstoffe in 400, 500 Kilometer Tiefe liegen, wurde bis vor 3 Jahren belächelt, weil da unten soll es ja unendlich heiß sein. Also da wird immer tiefer nach unten. Und denn es ist so heiß, dass die Kohlenwasserstoffe sich zersetzen müssen. Das ist Stand der Wissenschaft bis vor kurzer Zeit. Ich habe eine Doktorarbeit in meinem Buch zitiert von 2006, glaube ich, oder 2007, angereicht an der Universität Karlsruhe. Dort wurde
meine Argumentation parallel aufgegriffen, indem gesagt wird, der Himmelskörper Methan und bei uns kommt es aus dem oberen Mantel. Das ist eine ganz neue Sichtweise, weil Kohlenwasserstoffe nur in den oberen Schichten zu sein hat. Ganz neue Sichtweise. Und das Methan, das ist wissenschaftlich auch durch diese Doktorarbeit letztendlich bestätigt, kommt aus unteren Schichten und Gas, unser Planet Gas zum Beispiel aus. Dafür gibt es viele Beispiele. Wir haben auf der Welt 1100 ungefähr Schlammvulkane, 1100 untermeerisch. Einen großen gibt es vor der norwegischen Küste, 950 Meter im Durchmesser. Und dort kommt dauernd Methan raus, aus diesem Riesenloch. Man glaubte früher, die Mikroorganismen leben davon und vernichten es. Vor kurzer Zeit haben wir herausgefunden, nee, die vernichten nur 40%. Wo bleibt das restliche 60%? Ein anderes schön, also 1100 Vulkane gasen ständig Methan aus und kein Mensch misst das. Will ja auch gar keiner wissen. Es werden ja lieber die Kühe dafür verantwortlich gemacht, dass wir irgendwas mit dem Klima zu tun haben. Yeah. Da hat man im Jahre 1990 ist eine Bohrplattform damals in 250 Kilometer vor Schottland explodiert. Und zwar ist es ja immer so, man findet nicht nur Erdöl oder Erdgas. Erdöl und Erdgas kommen nur zusammen vor. Zwar in verschiedenen Mischungsverhältnissen, aber wenn man nach Erdöl bohrt, kriegt man auch immer Erdgas oder umgekehrt. Es gibt keine isolierten Felder. Die haben damals reingebohrt und aber unvorsichtig und dadurch ist die ganze Sache explodiert. Ja. Ich erinnere zum Beispiel an einen Schlammvulkanausbruch in Russland vor, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort ist eine 2 Kilometer hohe Stichflamme herausgekommen. So viel Methan war das. Da hat man gesagt, da ist mehr Methan verbrannt worden, als die größten Methanfelder überhaupt hier noch aufweisen. So, jetzt ist 1990 diese Bohrplattform praktisch explodiert. Die ist auch nicht wieder aufgebaut worden. Und jetzt im Jahr, glaube ich, 2007 hat man ein U-Boot dahin geschickt, hat gesagt, wir gucken mal, was da aus dem Loch da unten geworden ist, aus dem Bohrloch, nach 17 Jahren. Was war? Aus diesem Bohrloch, da sind inzwischen 7 Löcher draus geworden, kommen pro Sekunde 1000 Liter Methan. Dann haben die gesagt, aha, 2 Drittel davon schwimmt so im Meerwasser herum, das mag auch so sein, 1 Drittel an die Atmosphäre. Das ist das erste Mal, dass man zugegeben hat, dass aus solchen Löchern Methan in die Atmosphäre kommt. Also nicht von Kühen und sowas, sondern rein aus so einem Loch. Ja. Dann habe ich das umgerechnet. Sind die 333 Liter gerechnet auf die Zeit seit 1990, kommt eine Zahl raus von 200 Milliarden Tonnen. Das sind 200 Billionen. Oder wenn man jetzt umrechnet, dass unser ganzer Kohlenstofferzeugung, Sie reden alle von Kohlendioxid, aber eigentlich geht es ja um den Kohlenstoff, die Kohlenstofferzeugung ist so gering, dass wir da Millionen von Jahren im Prinzip leben können oder die Vorräte werden. Ja. Das heißt, man sieht, dass wie gering der Einfluss der Erde überhaupt auf die vorhandenen Systeme sind. Genauso wie im Methan Eis an dem Meeresgrund, da sind, glaube ich, 1200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff liegen da begraben und unsere Ökosysteme sollen nur 12 Milliarden im Jahr erzeugen. 12 Milliarden und dort liegen bis zu 1200 Milliarden Kohlenstoff. Wo kommt denn das ganze Kohlenstoff her? Doch nicht von Biologie. Der ganze Kohlenstoff und Methan, Erdöl wird eben anorganisch erzeugt im Inneren der Erde. Und das ist durch Bohrungen und durch Überlegungen eigentlich bewiesen. Ja. Das heißt, wenn dir bei deinem Buchtitel das fast gestrichen wurde, ist es gemessen an den Dimensionen, die du hier aufzeigst, also ich sag mal, für ein menschliches Leben oder für den Zeitraum eines menschlichen Lebens, kann man das fast auch wirklich getrost weglassen, denn du weist ja in dem Buch auch sehr ausführlich darauf hin, genau auf diese unglaublichen Gasblasen, die da zur Verfügung stehen oder genutzt werden könnten, wenn man denn das wollte, wenn man das macht, sodass also hier Energiereserven vorhanden sind, die natürlich, wenn man das, und das ist dann ja auch nachvollziehbar, wenn man das kommunizieren würde, müsste ja eigentlich der Preis fallen, er müsste in den Keller gehen. Und man sagt, also es gibt kaum etwas, was ich in einer solchen Menge, in einem solchen Überfluss auf dieser Erde habe, wie diese Öl- und Gasreserven. Also allein wenn man die Methanhydrat auf dem Meeresgrund, man muss sich das so vorstellen, das Methan kommt aus dem Boden heraus nach oben und durch den Druck,
passiert aber nur in gewissen Wassertiefen, wird da draus Methaneis. Also wird Wasser mit Eis, wenn man das an die Oberfläche bringt, brennt das. Allein diese Energiereserven, wenn man sie fördern könnte, was man im Augenblick nicht kann, wenn wir uns die Technik zunutze machen und daran gehen, dann haben wir über, ich sag jetzt mal, Millionen von Jahren eigentlich genug Energie alleine, die da unten drin steckt. Man muss sich darüber nur Gedanken machen. Aber wer will das denn? Es ist ja nicht so, dass das vielleicht ein wissenschaftliches Problem ist. Das Ganze ist in meinen Augen ein politisches Problem. Unser Sozialstaat, wir sind hier in der Schweiz, aber ich weiß nicht, in der Schweiz wird es ähnlich sein, aber bei uns ist es so in Deutschland, wir bezahlen unseren Sozialstaat an der Tankstelle, im Heizungskeller und in der Steckdose im Prinzip. Ja. Und das ist alles Energie. Alles wird fossile Energie angeblich verbrannt. Und die Politik ist ja gar nicht interessiert. Ja, unsere Kanzlerin Merkel, die forciert das ja noch. Warum? Ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ja eigentlich gar nicht das Geld wert im Grunde, dann wären keine Steuereinnahmen mehr. Wir könnten unseren Sozialstaat überhaupt gar nicht finanzieren. Es geht einfach nicht. Deswegen darf ich gar nicht recht haben und auch nicht mal ansatzweise. Mhm. Und deswegen werden von der Bundesregierung ja Grünorganisationen, wenn sie noch so klein sind, bezahlt. Das sind oft radikale Gruppierungen, die werden von der Bundesregierung mit Steuermitteln bezahlt, damit die irgendwelche Horrorszenarien irgendwo in die Gegend trompeten dürfen, sag ich jetzt mal, damit wir Angst kriegen. Und dann sagen die Leute immer, ja, für unsere Kinder, damit wir unsere Kinder mal besser haben, dann alle. Ja klar, für unsere Kinder machen wir alles, da verzichte ich gerne, da zahlen wir mehr Steuern, das ist ja wunderbar und die haben es ja mal besser. Bloß da gibt es ja gar keinen Beweis für, dass es denen besser wird. Es ist ja umgekehrt so, wir haben immer mehr Steuern, immer mehr indirekte Abgaben auf alle möglichen Produkte, die wir meistens gar nicht sehen und alles mit Grund für diese Energie. Also ich darf gar nicht recht haben, denn sonst müsste man es grundlegend umdenken. Und wo es hingeht, sehen wir ja, der Preis ist getestet worden bei 145 Dollar pro Barrel. Da hat niemand gemuckt, nicht wirklich gemuckt. Das ist ja, weiß ich, bei 70 oder 80 Dollar irgendwo. So, der Preis, den Test haben wir bestanden. Und den werden wir weiterhin bestehen. Und ich werde auch weiterhin Auto fahren, auch wenn der Sprit natürlich, wie Trittin damals sagte, weiß ich, 5 D-Mark hat. Ja. Da sind wir gar nicht mehr so weit von weg und der Tag kommt. Und wenn der auch 6 D-Mark kostet oder 3 Euro von mir aus, werden wir trotzdem wahrscheinlich noch Auto fahren. Vielleicht ein paar Leute, die es nicht leisten können, nicht. Aber das ist ja auch von dieser Bundesregierung gewollt. Der Nachhaltigkeitsausschuss, der die Bundesregierung immer berät, also so eine Regierung unter der Regierung, weiß kein Mensch, ist aber so, kannst du mal im Strategiepapier nachlesen, da steht drin, die Leute sollen nicht mehr in Urlaub fahren, die Leute sollen keine Autos mehr fahren, nur noch so wie im Märkischen Viertel in Berlin, was bei uns im Studium schon früher städtebaulich schon als missraten dargestellt wurde, soll wieder kommen. Die Leute sollen kein Auto mehr fahren, die Leute sollen kein Fleisch mehr essen, steht da drin. Ist ja klar, das kostet auch Geld und so weiter. Ja. Und diese ganzen Strategien, die da sind, sind dazu da, um die Bevölkerung praktisch, sag ich jetzt mal, ärmer zu machen, damit sie keine Bedürfnisse mehr haben, irgendwelche Sachen, die wir heute vielleicht so als Luxus, vielleicht Urlaubsreise haben, dass die gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass da überhaupt irgendwas in die Richtung zu unternehmen. Das ist der ganze Sinn. Denn wird natürlich mehr Geld frei, quasi für die Steuern. Man kann die Leute einfacher, mit geringeren Mitteln halten, sage ich jetzt mal. Ich sage bewusst halten. Mhm. Und dann ist mehr Geld frei, womit ich die ganzen anderen Sachen finanzieren kann. Ja, ja. Diese von dir dargestellte innenpolitische Komponente, die auf Bundesrepublik, auf Schweiz, auf Österreich gleichermaßen oder auch letztendlich in den USA gleichermaßen ganz Europa gilt, eigentlich. Im Bereich des EU-Raums sowieso, die wird ja noch ergänzt durch eine außenpolitische, die man auch nicht unterschätzen darf, denn wie man gesehen hat in der Vergangenheit, ist das Thema Öl ja ein Thema, was als der zentrale Grund und Vorwand genutzt wird, um auch militärisch einzugreifen. Die ganzen Konflikte im Nahen Osten, das Handling, um es mal etwas zynisch zu sagen, wie im Augenblick mit Haiti umgegangen wird, dass also kaum, dass man dort einen Vorwand gefunden hatte, dieses Land quasi militärisch besetzt ist, weil dort unter Haiti Ölvorräte sind, die also den Saudi-Ölvorräten etwa entsprechen. Auch den Punkt muss man natürlich sehen. Es ist ein sehr beliebter Vorwand gewesen, um hier militärisch seitens der Vereinigten Staaten in erster Linie aktiv zu werden, sodass
ein Sturz des Öls in die ökonomische Bedeutungslosigkeit und eine Verfügbarkeit von Öl an allen Ecken und Enden der Erde natürlich diese militärischen und diese machtpolitischen, die da letztendlich dahinter stecken, Möglichkeiten auch komplett erden würden. Auch das natürlich logischerweise nicht gewollt. Also insofern gibt es neben der innenpolitischen Komponente, die du sagst, eben auch noch diese welt- und machtpolitische Komponente, die seitens der USA vorangetrieben wird. Ja, nicht von Europa, sage ich jetzt mal, vielleicht zur Ehrenrettung von uns, aber von den Amerikanern, das haben die schon immer vertreten, das ist ganz klar. Und dass man eben daran nicht zweifelt. Da ist nicht nur alleine diese abiogene, wie man sagt, Entstehung von Erdöl im Gegensatz zur biogenetischen der Fall, sondern man hat das heutzutage ganz geschickt gekoppelt mit dem Klima. Eins hat mit dem anderen nämlich eigentlich gar nicht viel zu tun. Wenn, ich muss ganz deutlich sagen, ganz energisch, Klimapolitik ist eine Sache, die ist vollkommen falsch und aus den Funden und aus den Haaren herbeigezogen im Prinzip. Und das andere ist die Umweltdebatte. Wenn man im Fernsehen sieht, was wird denn immer gesagt? Immer dieses Klima direkt mit Umwelt im Grunde begründet. Also man zeigt zum Beispiel einen Schornstein, der raucht unheimlich. Ich war zum Beispiel in Shanghai. Dort war ich auf dem Fernsehturm, wollte ich was sehen, konnte ich aber nicht. Smog. Da ist täglich Smog. Da sieht man eigentlich kaum was im Grunde. Habe ich erfahren. Ja, was wird da? Was wird da verbrannt? Da kommt Schwefeldioxid zum Beispiel raus. Schwefeldioxid kann man quasi sehen. Aber worum es geht um Kohlendioxid. Kohlendioxid kann ich weder sehen, riechen noch schmecken. Es ist ein Lebenselixier, nicht das Kohlendioxid, wie manche sagen, sondern der Kohlenstoff da drin ist das Lebenselixier eigentlich, genauer gesagt. Das heißt, ich kann auch beim Auto, ich fahre ein Auto und dann habe ich einen Katalysator drin, ich sage, ich verschmutze keine Umwelt. Da kommt Kohlendioxid raus, das sehe ich nicht, rieche ich nicht, nichts kann ich damit. Im Gegensatz, ich habe oft auch schon mal Vorträge gehabt, so im landschaftlichen Gegenden. Und dann habe ich zu denen gesagt, wenn Sie, was ist denn heute mit mehr Kohlendioxid? Da wächst doch alles mehr. Sie haben doch alles viel mehr. Sie haben gesagt, wir könnten das heute nicht mehr ernten, also wie vor 40 Jahren. Also wir haben viel mehr Ernten durch mehr Kohlendioxid. Kohlendioxid ist nicht schädlich. Es gibt kein Aspekt, dass es irgendwo schädlich ist. Es wird immer begründet mit Umwelt. Umweltpolitik ist richtig. Man muss den Chinesen sagen, mach da Schwefelfilter drauf. Das haben wir alles bei uns. Klar. Aber nicht Kohlendioxid. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen wird das immer gern verwandt mit dem Klima, obwohl die ganze Klimageschichte natürlich, wie wir wissen, eine reine Farce ist. Das ist einfach eine erfundene Geschichte, die auch nichts Wissenschaftliches ist, sondern klimapolitisch von Politikern eigentlich auch gewollt ist. Du hattest auf einen Punkt hingewiesen, der nochmal zu so diesem außenpolitischen Aspekt etwas unterstreicht, dass wir, was die Tiefe der Bohrungen betrifft, begrenzt sind. Wenn du da wir sagst, sage ich jetzt auch mal etwas verkürzt, gilt das ja für den Westen, oder gilt für das, was man politisch gesehen als den Westen bezeichnet. Da ist irgendwo das technologische Limit bei, du hast 3 Kilometer Ja, angesprochen, dreieinhalb, vier oder so. so. Man kann tiefer, aber wirtschaftlich ist nicht wirtschaftlich. Die Russen haben ja eine Technik entwickelt, die deutlich tiefer runtergeht. Und das ist ja auch, da spielt dann die nächste Ebene dieses machtpolitischen Spiels mit rein, dass es eben den Russen möglich war und möglich ist, in ganz andere Tiefen zu kommen. Und dass vor dem Hintergrund hier natürlich auch nochmal so ein Supermachtwettlauf stattfindet, der auch hier deswegen diskussionsmäßig ausgeblendet wird, weil es dann eine Argumentation quasi gegen eine eben ja letztendlich nicht so erfolgreiche Technologie des Westens gegen das, was eben die Russen geschafft haben, hinbekommen. Ich würde es etwas weniger dramatisch vielleicht ausdrücken. Ich glaube, dass wir in der Lage wären, tiefer zu bohren. Wir haben ja in Windisch-Eschenbach damals gebohrt. In Russland hat man die tiefste Bohrung, die es überhaupt gibt, glaube ich, die ist 11,5 Kilometer. Elf, ich wollte sagen, es ist über 11,5 10.000 Meter, ja. Kilometer. Und wir wollten in Windisch-Eschenbach damals tiefer bohren. Das war das klare Ziel. Wir mussten nach ungefähr 9 Kilometern aufhören, weil jede geologische Voraussage, die getroffen worden ist für dieses Bohrloch, nicht zugetroffen hat. In Science, im Fachjournal Science ist ganz klar gesagt worden, auch von deutschen Forschern, wenn man das ernst nimmt, was da entdeckt worden ist, müsste man die ganzen Geologiebücher, ist da so geschrieben worden, im Fachjournal Umschreiben. umschreiben, weil alles,
Stimmte nicht, nichts stimmte. Man hat es unten sogar parallel teilweise zu den Schichten gebohrt. Also es war unglaublich. Ich bin sogar von Fachleuten darauf aufmerksam gemacht worden, habe mir ja die Sache genau angenommen. Und man hat aber offiziell hier behauptet, wenn man nachliest im Internet, man hat frühzeitig alle wissenschaftlichen Erkenntnisse erhalten und hat deswegen die Förderung, also die Bohrung, frühzeitig abbrechen können. Es stimmte nichts. Da unten war Wasser in 9,5 Kilometer Tiefe und Wasser hat nach geologischen Erkenntnissen aufgrund des angeblichen Drucks nicht zu suchen. Dort unten soll kein Wasser sein. Es ist aber dort unten Wasser und viel Tiefe auch noch. Das heißt, wir können nur bis eine gewisse Tiefe bohren. Das könnte man vielleicht sogar machen, bis 7, 8 Kilometer, aber es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil das für das Öl zu teuer wäre. Aber man müsste sich Techniken überlegen vielleicht oder das mal angehen, denn dort unten ist eben mehr Erdöl. Keiner fördert, die Russen haben jetzt nicht nötig, tief zu fördern. Die Russen haben ja diese ganze Permafrostgeschichte. In dem Permafrost ist Methan drin ohne Ende. Und zwar so viel Vorräte, dass wir, wenn nichts dazu kommt, ein paar hundert Jahre genug Energie haben. Also, und es ist so, dass sich das von unten kommende Methan unter dem Permafrostgebiet staut. Erläuterst du gerade nochmal, was man mit Permafrost versteht, einfach dass das. Permafrost ist ganz klar dauergefrorene Gebiete. Der Permafrost ist in Sibirien bis zu 1,5 Kilometer dick gefroren. Bis zu 1,5 Kilometer, das muss man sich überlegen. Muss man allein schon mal die Frage stellen, geologisch soll es alle paar Meter ja immer wärmer und heißer werden. Wie kann überhaupt etwas da 1,5 Kilometer tief gefroren? Gefroren, ja. Das ist schon mal eine Sache, über die keiner diskutiert und gar keiner nachdenkt. Das ist eine Frage für sich. Jetzt kommt von unten das Methan hoch, wird praktisch auch unter dem dauergefrorenen Boden praktisch gehalten. Die brauchen eigentlich nur 1,5 Kilometer tief zu bohren und haben dort unten Methangas ohne Ohne Ende. Ende, ja. Und die brauchen gar nicht tiefer zu bohren, weil da ist ein natürliches Methanvorkommen, deswegen ja auch unser ganzes Erdgas. Wenn ich rede von Erdgas, von Methan, das ist Erdgas. Ja. Erdgas ist zu mindestens 80, 90 oder auch 95% praktisch Methan. Also Methan ist, wenn ich Methan sage, meine ich eigentlich in Wirklichkeit Erdgas. Da sind geringe Beimengungen nur bei. Das heißt, die haben unendliche Vorräte an Erdgas. Früher hat man das wissenschaftlich ja gar nicht beachtet. Wir kennen noch die Geschichte mit Red Eder. Früher haben die gebohrt, dann kommt immer Gas raus und wenn man Pech hatte, sind die in Flammen aufgegangen. Dann haben die gebrannt. Wir kennen noch Red Eder, dann kam Red Eder an, zack, aus Explosion und ausgeblasen die Sache. Weil bei jeder Erdölbohrung natürlich automatisch Gas, Gas dabei. automatisch Ja, Gas kommt. ja. Heute darf man das nicht mehr aus umweltpolitischen Sachen. Heute wird vorsichtig gebohrt, damit das Erdgas nicht schlagartig entweicht. Aber daran sieht man, was überhaupt dahinter steckt. Und die Russen brauchen gar nicht so tief zu bohren. Die haben das gar nicht nötig. In anderen Bereichen müsste man vielleicht 7, 8 Kilometer tief bohren, wo es eben so tiefe Sedimentschichten gibt. Und dann würde man auch an bestimmten Stellen, denn das Erdöl kommt ja nicht über gleichmäßig, sondern wo Brüche in der Kruste sind. Da sickert es schneller durch. Deswegen sind überall an Brüchen der Erdkruste, wo Gräben, sogenannte Gräben sind oder so weiter, dort kommt das Erdöl wesentlich schneller, auch in Haiti Texas. ist ja so ein Beispiel. Ja, und in Texas. In Ja, Texas gibt ja. es auch so eine Verwerfung und entlang dieser Verwerfung, wo die Erdkruste sich praktisch verschoben hat, dort wird gebohrt. Und genau an diesen Stellen oder in Kalifornien auch, wo diese ganze Verwerfung ist, diese Andreas-Falte und so weiter, dort wird entlang gebohrt und rechts und links von diesen Falten, weil da das Erdöl natürlich viel leichter nach oben steigt. Deswegen kann man das fördern. Das muss man sehen, wo sind die geologischen Stätten im Prinzip aufgrund des Aufsteigens. Und dann kann man auch relativ leicht und viel Erdöl fördern, wenn man dann auch noch tiefer bohrt, denn umso mehr. Das heißt, das Fazit einer solchen Analyse ist, dass wir eine herbeigeredete, aber überhaupt gar keine wirkliche Energiekrise und keine richtige Energieproblematik, zumindest soweit es Erdöl und Erdgas betrifft, haben. Ist ja eigentlich das Fazit dann. Das Fazit ist, das ist einfach politisch, auch wenn die Wissenschaft umdenken würde, ist einfach politisch gewollt. Und es ist einfach so, wenn Wissenschaftler jetzt auftreten würden und würden das Gegenteil behaupten. Und jetzt vor einem halben Jahr, glaube ich, ist das erste Mal in Amerika eine wissenschaftliche Studie gewesen, die gesagt hat, dass Erdöl abiogen, also anorganisch entsteht. Das Anorganisch, ja. erste Mal, dass das im Westen überhaupt, das ist ganz frisch im Grunde, also ein paar Monate her, dass das zugegeben wurde. Die haben natürlich gesagt, ja, das ist nur ganz winzig, das biologisch, aber ist mehr, aber dass man das überhaupt anerkannt hat. Das ist eigentlich, und 2009, also vor das Jahr, gab es eine italienische Untersuchung von Geologen, die haben 238 Stellen auf der Welt untersucht, wo Gase herauskommen, und die haben gesagt, 50%
des Ausschießens, also Ausgasens von Propan und Ethan, alleine die beiden, ohne Methan, allein sie machen 50% derjenigen Menge aus, die in den Klimamodellen gerechnet sind. Das heißt, die haben die Geologen 238 Stellen gemessen auf der Erde und haben gesagt, die Klimatologen setzen 50% mindestens zu wenig an in ihren Klimaberechnungen. Das heißt, dann kriege ich ganz andere Klimawerte raus. Ja. Aber das wird offiziell nicht berücksichtigt, weil diese Klimageschichte ist einfach Grundlage unseres Sozialsystems. Und das muss so sein. Und wer Wissenschaftler, wenn die dagegen auftreten würden, werden die ihres Amtes enthoben. Als zum Beispiel die Geologen vom Geologischen Institut von Hannover haben von der Bundesregierung den Auftrag bekommen, dieses Klimagutachten von IPCC, also von dem UN, Weltklimarat. Vom Klimarat, vom Weltklimarat, dem schönen sogenannten Klimarat, sollten die untersuchen. Und wir kamen, wie ich zu der Überzeugung, nicht der Mensch erzeugt eine Erwärmung, sondern die Sonne erzeugt die Erwärmung. Das Klimagutachten ist in dieser Richtung nicht richtig. Daraufhin gab es politisch Forderungen. Diese Professoren, da gibt es drei Institute, in Geologische Institute in Hannover, diese Professoren ihres Amtes zu entheben, denn jeder weiß ja, dass der Mensch das verursacht hat. Das heißt, wenn man sich dagegen stellt, und das ist kein Spaß, einer dieser Geologen war, glaube ich, am 13. April 2007 im ZDF heute Themen. Und dort war der Siegloch, interviewte den Mann und sagte, hören Sie mal, so Klima und so, sagt er, ich weiß gar nicht, was die Hysterie soll. Ja, sagt der Herr Siegloch, ja, die Alpen sind da auch eisfrei. Ja, sagt er, und? Sagt er, in den letzten 6000 Jahren ist geologisch gesehen nachweisbar, dass die Alpen viermal eisfrei oder nahezu eisfrei waren. Wo ist das Problem im Prinzip? Gut, vielleicht können wir nicht mehr so intensiv Skifahren. Für mich, ich fahre kein Ski, deswegen ist für mich kein Problem. Aber im Prinzip ist es... Das darf in der Schweiz nicht sagen. Ja, darf ich jetzt hier nicht sagen. Aber sagen wir, für mich, das ist vielleicht ein Problem. Ja. Touristisch und so weiter, ja, klar, logisch. Aber geologisch gesehen, also so vom Geologischen her, ist das im Prinzip kein Problem. Weil was ist vielleicht normal, Wärme oder Kälte hier? Jedenfalls war auf meiner Homepage der Link, man kann Mediathek, ZDF nachsehen, noch alte Berichte. Hatte ich einen Link drauf, genau mit dem Interview. Kurze Zeit später ging mein Link ins Leere und wenn man heute in die Mediathek dieses Ding sucht, was ich gemacht habe, findet man nicht mehr. Ja. Genauso, ich hatte letztens im MDR-Fernsehen ein Interview über Klima in den Nachrichten, 7 Minuten lang ungefähr, kann man heute noch, jetzt aber im Internet habe ich reingestellt, sehen. Das war 14 Tage war es zu sehen, dann ging der Link ins Leere und kurze Zeit später war der ganz gestrichen und Sie finden heute keinen Hinweis mehr auf das Interview in der Mediathek. Das ist einfach, so wird einfach gehandhabt, im Grunde, weil da ganz andere Interessen hinterstehen. Also diese paar wenigen Beispiele, die wir in anderen Bereichen genauso haben und die du bei deinem ja schon angesprochenen ersten Thema und ursprünglichen Thema, wo du so gegen die wissenschaftliche Glaubensrichtung mit dem Thema Evolution gefahren bist, ja auch erlebt hast, dass über das Thema Forschungsgelder eigentlich nicht eine unabhängige Forschung finanziert wird, sondern dass über das Thema Forschungsgelder schon von vornherein eigentlich definiert wird, was man gerne für Ergebnisse hätte. Und wenn dann Wissenschaftler, die den Namen noch verdienen, zu Ergebnissen kommen, die politisch nicht korrekt oder politisch unerwünscht sind oder volkspädagogisch unerwünscht sind, dann kriegen diese Leute Druck. Und da gehört natürlich dann eine ganze Menge Mut dazu, zu sagen, ich bleibe dann da stabil und mache dann trotzdem weiter. Ja, das ist eigentlich noch schlimmer. Ich kenne viele Forscher, die mit mir zusammenarbeiten, aber deren Namen meistens nicht genannt werden will, weil sie sonst also öffentlich auch da praktisch ihres Professorenamtes vielleicht sogar enthoben werden, wenn man so eine Sachen stellt, ist eigentlich noch viel schlimmer. Wir sehen, weil diese Leute, ich kenne keinen wirklich von diesen Wissenschaftlern, die für diesen Klimawandel sind, die sind alle dagegen, die kriegen aber kein Gehör in den Medien, weil es nicht opportun ist. Wir sehen, wenn ich da vielleicht dieses eine Beispiel noch sagen darf, mit dem vor kurzer Zeit, ist gar nicht so lange her, weil auch gerade in den ARD-Tagesthemen abends um 10:30 oder 10:15 war Eingangsmeldung, nun ist es amtlich. Es ist genau bewiesen, wissenschaftlich gerechnet, die Klimamodelle sind so genau, im Jahre X, in 20 Jahren ist das Himalaya praktisch eisfrei. So, jetzt
da das jeder glaubt, dass in der ich habe schon viele Diskussionen, yeah. jeder glaubt, dass das ist bewiesen. Der Professor Schnellenhuber, der ja von der Regierung für seine Aussagen bezahlt wird, hat gesagt, Eis ist weg. Ich würde gern dran zweifeln, aber es in der Pressekonferenz hat er gesagt, es ist sowas von klar, dass das recht unsere Modelle sind, hieb- und stichfest. Was kam raus? In Indien hat sich das Ministerium dagegen gewandt. Die haben gesagt, wir messen hier, es gibt Gletscher, die nehmen zu, es sind Gletscher da, die nehmen ab. Aber diese Meldung stimmt nicht. Daraufhin hat man den Klimarat angefragt, hat gesagt, hier mal, eure ganzen Sachen, gebt mal die Berechnung raus. Was war da? Es gab keine Berechnung. Die angeblich wissenschaftlichen Modelle, es ist nichts berechnet worden. Und dann hat man gesagt, ja, der Forscher aus Indien, der hat gesagt, der untersucht das da, der hat gesagt so und so. Dann haben die, und das ist amtlich, eine Zeitungsmeldung genommen, wo ein Forscher gesagt hat, der Himalaya ist eisfrei demnächst und hat das als wissenschaftlich fundierte Meldung mit Klimamodellen hingestellt. Und der Professor Schnell, die sind alle sprachlos. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der das gesagt hat, vom Klimarat sein Institut mit 800 Millionen Dollar bezuschusst worden war, um gerade diese Sachen zu unterstützen. Ja. Und so läuft es in der ganzen Szene. Ja. Das ist mit Climate Gate, wie es jetzt ist, ja nach Watergate benannt, rausgekommen wie die ganzen E-Mails. Es ist klar, dass alle Medien, die etwas gegenteilig behaupten, dass die darauf Druck ausgeübt werden, dass sie keine gegenteilige Meldung haben. Genauso mit meinen Themen, ich weiß das, Evolution, Geologie und auch, sagen wir mal, jetzt diese Klimageschichte. Man hat gegen mich einen Verein gegründet, die Aktionsgemeinschaft Evolutionsbiologie. Und wenn ich irgendwo ein Fernsehinterview habe oder eine öffentliche Zeitung einen großen Artikel habe, dann wird da hinterhergegangen und dann irgendeiner kommt und sagt mit dem Zilmer, kein Interview, kein Nichts, der sagt was anderes, Dings. Und dann hat man da keine Chance mehr, in der Öffentlichkeit diese, sagen wir mal, auch ganz vernünftige Thesen zu bringen, obwohl sie sich erstmal ein bisschen schockierend im ersten Moment vielleicht anhören. Und deswegen bin ich auch froh, hier in diesem alten Parlament mal über diese ganzen Sachen reden zu dürfen. Ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich einerseits dafür, dass du hier warst, dass du in dem Bereich Energie so ein bisschen Aufklärungsarbeit hast leisten können. Und ich will auf dein Buch Der Energieirrtum hinweisen und auf deine Website, die blendet mir noch ein, www.zilmer.com. Dort kann man auch zu dem Thema Energie und Energiereserven und all die Tabellen und Statistiken, die du zusammengetragen hast. Das Buch ist extrem lesenswert, extrem gut recherchiert und fundiert mit Fakten, auch noch einfach weitere Informationen bekommen. Dir ein ganz herzliches Dankeschön, Respekt, dass du in dem Bereich so agierst, wie du agierst und dich einfach auch nicht unterbekommen lässt. Und das erfordert eben Mut und der ist eben und Zivilcourage. Das ist etwas, was es in der heutigen Zeit ganz offensichtlich immer seltener gibt. Liebe Zuschauer, für das Interesse ein herzliches Dankeschön. Machen Sie sich also bitte keine Sorgen. Auch unsere Kinder und Enkel werden noch mit Öl heizen können. Sie müssen deswegen jetzt nicht die Heizung niedriger schrauben oder den Umweg, den Sie vielleicht vorhatten mit dem Auto, nicht fahren. Also ganz eindeutig Entwarnung. Vielen Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.